Der Schottergrund, auf dem wir stehen, begrenzt das Kampffeld und darf nicht verlassen werden. Gekämpft wird bis zum zweiten Blut, also bis der Erste sichtlich verletzt ist oder das Kampffeld verlässt. Viel Glück und einen guten Kampf. Gut, ja. Ich mach das schon. Dann gucken wir mal, wie gut die sind. Meine Rache. Was für ein würdiger Gegner ihr seid. Da, nehmt mein Schwert als Zeichen der Anerkennung, auch wenn es mich schmerzt, mich davon zu trennen. Ja, haben wir ein Schwert gewonnen. So, geschlossen ist die Bärensuche. Bredo Bento hat seine Einbären. Ich habe neben einer kleinen Belohnung etwas von der schönen Gegend zu sehen bekommen. 10 Einbären zu pflücken war gar nicht so schwer, zumindest wenn man ein wenig von Kräutern versteht. Bredo war überglücklich, dass ich ihm seine 10 Einbären beschaffen konnte. So, dann gucken wir uns mal das Schwert an. Breitschwert Hügelbold. 1W plus 4. Das wiegt aber 2 Steine. Und das Ding? Ach so, das ist mein Gewicht hier. Mein Tragegewicht. Ja, kannst du mir auch beibringen, wie man damit umgeht? Ihr solltet mit uns ziehen. Ich bin sicher, dass Ritter Thrall da Verwendung für euch hätte. Was sagt ihr? Nein, danke, aber ich würde gerne was von euch erlernen. Tut mir leid, im Moment habe ich keine Zeit. Ich besuche meinen alten Freund, Burggraf Adolf von Eberstein mit Pferdock. Ach, da habt ihr ja eine hohe Bekanntschaft und müsst euch nichts mit dem Schwert dazu verdienen. Na ja, vielleicht begegnet man sich nochmal. Gehabt euch wohl. Mhm. Seid gegrüßt. Ja, ich würde gerne Schwerter von dir erlernen. So, damit kann ich jetzt auch meinen Wuchtschlag wieder benutzen. Und kann das Schwert auch hier reinziehen, um es jederzeit wegstecken zu können. Das heißt, ich brauche auch den Vorschlaghammer nicht mehr. Ah. Ja, wenn man die ganze Zeit als Sapeur unterwegs war und mehr auf Steinen rumgehackt hat als auf Leuten. Dann ändern sich Dinge. Die geschmierte Schürze ist keine schlechte Rüstung, muss ich sagen. Ich nehme die Sache in die Hand. Ja gut, das heißt, du kannst deine Waffe auch mal wegstecken. So, das heißt, wir haben das Schwert. Wir können es auch verwenden, was gut ist. Das heißt, wir sollten jetzt mal in Schwerter. Ja, das ist das Maximum, was wir gerade haben können. Ja, da gibt es, glaube ich, irgendwo Einschränkungen. Weiß nur nicht, wo man die nochmal sieht. Wahrscheinlich eher im Regelwerk. Steigerungskategorie D.
Und E, D. Wahrscheinlich, weil es eine Waffenart ist, die wir nicht so wirklich beherrschen. Also die nichts eigentlich zu unserer Klasse und Rasse passt. So, das heißt, ich könnte hier mal einen Punkt in Selbstbeherrschung geben, damit wir weniger auf die Ömme kriegen. Ein Punkt in Feilschen. Ein Punkt in Heilkunde Wunden ist auf Maximum. So. Ich habe da so bestimmte Vorstellungen von der Gruppenzusammenstellung schon. Also wer da am besten passt. Ich brauche halt auf jeden Fall noch jemanden mit Diebesfähigkeiten. Schuld an allem sind doch die Ackerbolz mit ihrem Köter der andauernd Welt. Bevor die gekommen sind, war es hier noch ruhig. Gut, das heißt, wir gehen wieder über die Brücke. Biegen dann auf der Straße ab und gehen nach Norden in den Wald. Suchen jetzt mal Jäger Kautzenstein. Hier ist noch ein Gardist, der uns wahrscheinlich warnen will, wenn wir in den Wald gehen wollen. Oh, noch Grünmund. Aves zum Gruß. Ja. Amazone voraus. Hast du so was zu sagen? Nein. Ich mach das schon. Also ja, ich versuche weiter den Einbeersträuchern was zu sammeln. Kann ich bei hier vielleicht noch Punkt vergeben? In Pflanzenkunde? Ja, jetzt ist sie auf Maximum. Das heißt, als nächstes sollte ich mal Waffentalente bei ihr steigern. Und schon klappt das mit den Einbeeren auch besser. Ein Wildschwein da drüben. Okay, ich habe nichts gesagt wegen den Einbeeren. Gute Entscheidung. Ich nehme die Sache in die Hand. So, hau du mal das Wildschwein, hau du mal das. Entscheidung. So, Fellfetzen haben wir. Mal gucken, kriegen wir aus den Wildschweinen was raus? Aus dem nicht, schade. Aus dem auch nicht. Und ja, lassen wir unsere Waffen lieber gezückt, solange wir hier sind.
Oh, und sie portet sich einfach mal zu uns. Oh, da hinten greift irgendwas. Oh, Jäger Kauzenstein wird von dem Wolf angegriffen. Ich nehme die Sache in die Hand. Ich stehe in eurer Schuld. Was kann ich für euch tun? Gibt es irgendetwas, womit ich noch, euch noch behilflich sein könnte? Sagt ihr, als alter Jäger könnt mir doch bestimmt noch etwas beibringen. Gibt es irgendetwas, womit ich euch noch behilflich sein könnte? Ja, das könntet ihr. Ein Wolfsrudel angeführt von einer schneeweißen Wölfin wächst derzeit viel zu stark. Die scheuere Anführerin lässt das Rudel alle meine Fallen meiden und um direkt gegen sie zu kämpfen, sind es zu viele. Ihr könnt mir helfen, indem ihr die Alpha-Wölfin erlegt und mir ihr Fell bringt. Ihr habt also ein massives Wolfsproblem. Nicht nur, außerdem macht mir ein wildgewordener Bär zu schaffen, da er bereits erste Reisende anfiel. Bislang konnte ich ihn nicht stellen, aber ich konnte seine Pferde bis zu einer Höhle am großen See zurückverfolgen. Wenn ihr ihn erlegt, wäre Arvestrom eine Gefahr ärmer. Bringt seinen Kopf als Zeichen des Erfolgs. Ich werde mich sowohl des Wolfs als auch des Bärenproblems annehmen. Ja, hast du sonst noch was zu sagen? Ich stehe in eurer Schuld. Was kann ich für euch tun? Habt ihr etwas, was ihr verkaufen könnt? Aber sicher doch. Gute Entscheidung. Wie viele Pfeile hast du noch? 19. Wenn ich noch 10 Pfeile kaufe, wäre das ein Silber. Könnte auf jeden Fall die Fellfetzen bei ihm verkaufen. Und mir noch 10 Pfeile kaufen. So. Jagdpfeile aus Ulmholz, Holzleim, Pfeilspitzen und Gänsefedern. Ja, ein Holzleim wäre 2. Ulmenholz ist sehr billig. Okay, ich nehme es zurück. Wobei, es ist auf jeden Fall billiger als Eibenholz. Da kaufen wir auch noch die Jagdpfeil-Anleitung. Die können wir benutzen. Die können wir ihr geben. Ah, die hat sie auch gleich in ihren Köcher getan. Ja, die Diebeskiste ist hier. Hier ist ein Einbeerstrauch und da ist noch ein Einbeerstrauch. Und ich werde weiter Einbeeren sammeln. Gute Entscheidung. In Ordnung. Einfach aus dem Grund, weil wir sie brauchen. Okay, also, wir haben geschlossen, Jäger Kauzenstein. Ich hoffe, wird Talion vom scharfen Schwert nach Jäger Kauzenstein gesehen. Er war in einen Kampf mit einem wilden Wolf verwickelt und ich konnte gerade noch rechtzeitig eingreifen. Tatsächlich habe ich Jäger Kauzenstein bei seiner Hütte im Dunkelwald vorgefunden. Der Bär im Dunkelwald. Der Jäger möchte, dass ich einen Bären erlege, der sich in einer Höhle nahe des Sees aufhalten soll. Der Bär soll in einer Höhle in der Nähe des großen Sees leben. Wolfsplage. Laut Jäger Kauzenstein hat die Anzahl der gefährlichen Wildtiere im Dunkelwald eine beängstigende Größe erreicht. Um dem Problem kurzfristig Herr zu werden, soll ich ihm behilflich sein, ihren Bestand zu reduzieren. Auf lange Sicht erachtet Jäger Kauzenstein das Erlegen der alten Wölfe im Weißfell als einzigen Weg, das Problem der maßlosen Wolfsvermehrung in den Griff zu bekommen. Um Weißfell zu finden, muss ich tief in den Dunkelwald, wo der Fluss aus dem Gebirge dringt. Also ja, da oben. Ich würde aber sagen, das Wolfs-Territorium weiten wir erst einmal.
Oder wir laufen direkt rein.